Moin Leute, zurück bei Destiny 2 mit einem Competitive Mode im PvP hier auf der Map Wurmhaven. Überleben. Und ja, mal schauen, wie ich mich schlage hier mit meinem Team. Mit 2 Siege am Stück. Hab das vorige Spiel nicht ganz gut performt. Jetzt mal gucken, wie ich jetzt hier performe. Sind wir mal gespannt. Normalerweise spiele ich kein PvP. Mein Char ist auch nicht auf PvP eingestellt. Deswegen war das hier zum Teil wahrscheinlich auch eine arg anstrengende Angelegenheit. Boah. Die Penner, ey. Alle am Rumsnipen hier. Na, hol du mal die Schwere, genau. Für die Deckung. Ich spiele jetzt übrigens mit Randoms. Bis jetzt, also ist ja jetzt am Anfang, kann man noch nichts sagen. Man kann noch ein 3-0 aufholen. Ist ja eher unwahrscheinlich, aber kann man auch. Noch eine Minute, jetzt du legst vor. Ah, wir schießen mit seinem Bogen, Alter. Noch 3 Leben. What the? Wo sind die denn hin? Was? Der kann sie noch retten? Ich glaub's nicht. Gut, doch nicht. Erwischst du deinen Gegner, rührt er sich nicht mehr. Es bleibt noch ein Gegner. Oh, so, was? Achso. Okay, Lord Shax war ein bisschen langsam gerade. Ja, ich hoffe, mein Team ist gut. Ich bin jetzt eher mehr so die Last im Team. Es kommt halt, weil ich halt kein guter PvP-Spieler bin. Ja, ja. Nein. Aber egal, ich muss kompetent spielen, ich will Randys Wolfmeasure haben. Sonst bin ich nicht pissed. Boah, hier ist einer irgendwo. Noch 3 ja, das war auch wieder sehr gut von mir. Wie gesehen, ne? Ja. Wo ist er hin? No aim, no fame. Ich schieße nur an, ich damage nur, aber ist auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ich probiere mein Bestes. Wie gesagt, ich probiere mein Bestes. Aber meine Teammates sind einfach, oh, überragend. Das ist unglaublich. Keine Leben mehr für den Gegner. Mach sie fertig. Eine Minute noch. Was sind das hier mit Mitspieler, Alter? Die sind verhart. Zweiten Chance mehr. Es bleibt noch ein Gegner. Gegnerisches Team eliminiert. Alter. Das hätte ich ja noch nie gehabt so. Also die Mitspieler sind echt hart. Hardcore, die ich hier habe. Kashimaru und Amaboy. Ja, krass. Das ist echt selten. Das ist echt heftig. Ich mache hier so gut wie keine Kills. Die schnappen sich alles weg. Aber gut, ich schieße auch an und gebe natürlich auch Hilfestellung. Eine Einheit, das sehe ich gern. So, möchte jemand schwerer haben? Ich brauche die nicht, meine Waffe, die ich mit habe, die ist kacke. Dann nehmt ihr die lieber. Ich muss unbedingt noch eine schwere Waffe ausrüsten, die gut ist. Also ich brauche unbedingt die Wahrheit zum Beispiel, aber kann ich natürlich Mieder nicht tragen, aber ja, sowas in der Art brauche ich. Ist er jetzt alleine da hinten gegangen? Nee. Keine Leben mehr für den Gegner. Bist irgendwie durchgeschossen, hab's irgendwie geschafft. Oh, da kommt noch einer. 3 Leben. Toll. Oh, der Chaperone ist ganz schön gut. Chaperoni. Eine Minute noch. Der Gegner hat keine zweiten Chancen mehr. Komm, wir zusammenbleiben. Genau. Komm wieder her hier. Boah, jetzt mal in Deckung gehen, ey. Voll eine Verpool gekriegt hier. Chaperoni. Es bleibt noch ein Gegner. Ja. Hörst du das? Mein Herz klopft wie wild. Das ist bis jetzt echt die beste
Competitive Runde, die ich je hatte. Du hast den Matchpunkt. Ever, ever. Es liegt aber auch an den beiden Teammates, die ich hier habe. Es sind, wie gesagt, Randoms, aber wie gesagt, die holen hier echt was ab. Das bin nicht ich unbedingt, aber die sind echt, die unterstützen echt so gut, das ist echt sensationell. Ja, leck mich doch. Zweifach erwischt. Naja gut, trotzdem irgendwie hingekriegt. Ja, das ist auch mal geil. Dann setze ich meinen Super ein und fail extrem. Ich dachte eigentlich, ich nehme den gleich mit, den Gegner hier vorne, aber nö. Soll ich dann nicht mal Schwere mitnehmen, falls die anderen das holen? Ja, nicht mehr mitkommen. Ja, das meine ich damit. Ich hab eine Scheiße gegeben, die ist einfach nur Kacke. Damit kill ich nichts. Du hast keine Leben mehr. Kämpfe trotzdem weiter. Niemand hat noch Leben. Du kannst dich ausruhen, wenn alles vorbei ist. Kommen sie alle gerade? Alter, was killen die da alles weg gerade? Eine Minute noch. Es gibt keine zweite Chance mehr. Der guckt nur einmal kurz rum und hinten. Es bleibt noch ein Armer Boy. Mach den einfach mal fertig, ey. Alle Alter. Gefallen. Krass. Alle Leben aufgebraucht. Krass, krass, krass. Das ist der Sieg. Ja, das war echt die beste Runde, die ich je hatte. Aber ich sag, das sag an die beiden random Teammates. Danke an die beiden nochmal. Echt krass. Echt krass. Freut mich, dass es so lief. Ich erzähle jedem, dass du mein Lieblingshüter bist. Aber ist ja egal. Du kämpfst wie ein Tier. Genau. Ja, ich habe auch mein Bestes gegeben, aber die anderen beiden haben echt, obwohl ich jetzt Erster bin, keine Ahnung, was das soll. Eigentlich voll nicht richtig. So sieht die Statistik aus, kann ich mir zufrieden sein, aber hier, wie gesagt, hier 13-0. Ah, die beiden sind echt gut. So, dann gucken wir jetzt mal kurz an, was ich noch gespielt habe. Wie gesagt, mein Char ist nicht auf PvP ausgelegt, könnt ihr komplett vergessen, ist für mich nicht. Zeige ich trotzdem mal kurz. Triumph abgeschlossen, okay. Erziele eine Ruhmsiegesträhne. Ja, ist ja gut. Locker bleiben. So, also, Stürmer ausgerüstet hier, dann einmal Mieder Multiwerkzeug, die Einsiedlerspinne, ja, meine schwere Waffe, komplett ein edles Andenken, mega schlecht, das Ding, wie ihr gesehen habt, ich brauchte auch nicht was anderes. Ah, ich zieh einfach mal Rammschwamm ein. So, da habe ich hier einmal einäugige Maske eingesetzt, die ich noch in der im Tresor hatte, dann Traumfluchpanzerhandschuhe, dann hier einmal Traumfluchpanzer, so, dann hier einmal Traumfluchtbeinschienen, natürlich immer mit den einigermaßen guten Mods eingesetzt, die auch einigermaßen passen jetzt zum Spiel, ja, nicht 100%, aber sie passen ein bisschen, das ist schon okay. Und ja, so sieht er halt aus, wenn man Char. Geht so, ist auch nicht hübsch genug, dass ich es komplett gut finde. Und ja, Triumph haben wir noch einen abgeschlossen, den nehmen wir auch mal kurz mit. Längste Siegesträhne 3, okay. Ja, noch nie geschafft. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Ja, war ja einigermaßen gut das Match hier. Wie gesagt, wenn sie noch die Ruhmpunkte erhöht, auf jeden Fall spielen. Wenn ihr nämlich die Quest hier nämlich erfüllen möchtet, hier Randys Wurfmesser hier einmal, ja, da müsst ihr halt eben Competitive hier 2100 Punkte sammeln. Ich bin jetzt 834. Besiegte Feinde und Medaillen 80% und Todesstöße 14. Ja, man kann Todesstöße und besiegte Feinde und Medaillen auch woanders machen. Aber da man ja eh Ruhmpunkte braucht, kann man es auch gleich verbinden. Also von daher passt das schon. Ja, mein Char hier auf 964. Langsam komme ich hier auch plus 14 Bonus hin. Ich brauche noch ungefähr 182.000 Punkte. Ja, und dann habe ich da 1,5 Millionen. Dann geht es auch da weiter. Ja, so sieht es im Moment aus. Und reingehauen. Tschüss.